Ja, guten Abend. Ich habe gerade bei der ganzen Vorbereitung des Unterrichts auch für die ersten bemerkt, dass wir ja dann am Ende der ersten Klasse diesen Text vom Schlaraffenland früher mal durchgenommen hatten. Das war noch zu DDR-Zeiten. Und ich habe gestaunt, was das doch für ein Text war. Und natürlich wurden wir auch ideologisch geformt, könnte man heute sagen. Beeinflusst, wie auch immer. Und zum Schlaraffenland-Text, ich komme gleich zu dem, habe ich mal ganz kurz eingegeben Schlaraffenland, Gebrüder Grimm oder einfach nur Grimm und habe da eine ganze Menge entdeckt. Und das, was mir am schönsten gefallen hat, war diese Seite. Ich verlinke euch die. Da könnt ihr die Varianten des Märchens vom Schlaraffenland beziehungsweise auch ein Gedicht darüber lesen, wenn ihr das mögt. Aber mal ganz kurz, das wäre jetzt in diesem Fall eine Postkartenserie von Oskar Herford und weitere Illustrationen und so weiter und so fort. Und dann gibt es dies und das und jenen und einigen Text dazu und alles fliegt da mit dem Mund. Ne, wie wir es vom Schlaraffenland ja kennen. Es das heißt auch übrigens Schlauraffenland, nicht wundern. Die Vögel fliegen gebraten in den Mund, die fliegen sowieso durch die Luft und direkt in den Mund, wenn man aufmacht und so weiter. Ja, die Damen haben es da auch ganz besonders herrlich und so weiter und so fort. Und ja, wer im Schlaraffenland am meisten essen, trinken, spielen und schlafen kann, war, wer der gefräßigste und faulste zugleich ist, wird König. Er braucht sich nur auf seinen Thron zu setzen und sich füttern zu lassen, bis er einschläft. Wer will König von Schlaraffenland sein, werden? Schöne Illustrationen und so weiter. Der Dackel, der kann schon gar nicht mehr. Der ist schon ganz satt. Na gut, man muss sich allerdings blöderweise durch eine Mauer von Grießbrei da durchessen oder Milchreis und dann kommt Reisbrei, gibt es verschiedene Varianten. Und wenn man sich die Fassung von Gebrüder Grimm durchliest, ist die ja eine typische Lügengeschichte. Also zum Beispiel ein einjähriges Kind warf vier Mühlensteine von Regensburg bis nach Trier und von Trier hinein in Straßburg und ein Habicht schwamm über den Rhein. Ne, alles sowas. Und dann gibt es eine Variante von Ludwig Bechstein, die hatte ich auch schon woanders gefunden. Und die ist insofern interessant, dass die doch etwas moralisiert. Und jetzt lesen wir uns das nochmal, also mehr moralisiert, lesen wir uns das mal ganz kurz durch. Ich lese es vor. Wer dort ein gelehrter Mann sein will, muss auf einen Grobian studiert haben. Solcher Studenten gibt's auch bei uns zulande, haben aber keinen Dank davon und keine Ehren. Auch muss er dabei faul und gefräßig sein. Das sind drei schöne Künste. Ich kenne einen, der kann alle Tage Professor werden. Wer gern arbeitet, Gutes tut und Böses lässt, dem ist jedermann dort Abhold und er wird Schlauraffenlandes verwiesen. Aber wer tölpisch ist, gar nichts kann und dabei doch noch voll dummen Dünkels, der ist dort als ein Edelmann angesehen. Es erinnert mich irgendwie. Wer nichts kann als schlafen, essen, trinken, tanzen und spielen, der wird zum Grafen ernannt. Dem aber, welchen das allgemeine Urteil als den faulsten und zu allem Guten untauglichsten erkannt, der wird König über das ganze Land und hat ein großes Einkommen. Na, dann gibt's das Gedicht Hoffmann vom Fallersleben, auch schön, aber nicht so moralisierend, ne? Das zeigt. Das hätte Wilhelm Busch malen können, diese Bilder. Und das zeigt doch auch einiges. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man uns in der DDR dann moralisierte. Es wird auch das Schlaraffenland beschrieben. Man sieht sie ja hier, ne, die Satten, hier ist der König. Und will dann einer da durch. 3 Meilen hohen Berg von Kuchen, da muss der sich durchessen. Man darf nicht vergessen, das ist erste Klasse. In der ersten Klasse konnte man solche schwierigen wie Fallersleben oder wie sie alle hießen, die alten deutschen großen Dichter und Wortkünstler, das konnte man natürlich nicht gebrauchen, aber es ist doch ein recht anspruchsvoller Text, wie ich das noch so hier sehe. Das ist übrigens die Fibel der DDR 1968. So, und jetzt, ja, jetzt kommt der letzte Absatz, ne, den ich eben noch anders vorgelesen habe. Ja, aber niemand arbeitet im Schlaraffenland. Die Kinder lernen auch nicht. Alle wollen nur essen und schlafen. Wer recht faul ist, wird am meisten gelobt. Und der Faulste wird König im Schlaraffenland. Alle faulen Leute träumen von diesem Land.
Jetzt kommt der Satz. Doch die Fleißigen und Klugen fragen, woher soll das alles kommen, wenn keiner arbeitet? Jetzt haben wir schon wieder so einen Bezug zu der derzeitigen Zeit. Ja, gut, ich kann es nicht anders, aber ich habe diesen Text extra mal rausgesucht. Nee, der ist mir durch Zufall in die Hände gefallen, aber ich habe ihn dann extra mal hier auch zum Thema eines Videos gemacht. Einerseits wegen der moralisierenden Frage, ansonsten ist der Text nicht weiter politisch. Und andererseits Donnerwetter. Ich habe gestaunt, also so ungefähr im Juni war dieser Text dran. Ja, das sollte uns allen zu denken geben, auch was das Thema Schreiben und Lesen, Rechnen, solche Künste angeht, die heute keiner mehr, ja, kann, wie es aussieht. Wie ich es auch in den Kommentaren sehe. Na gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, denkt drüber nach. Und sowas lernt man zum Beispiel auch in der soliden Schule. So muss es sein. Es ging ja früher auch mit Zensuren. Warum nicht? Jetzt kommt hier für die Links, ne, wer das angucken möchte, hier wieder der für die Links in der Videobeschreibung, hier das Video, wie komme ich mit dem Handy dahin, und hier nochmal ganz schnell der Link zum Kommentieren. Also, alle guten Wünsche und ja, bis später. Bis zum nächsten Video. Nur noch in Richtung Bildung. Auch wenn man manchmal gar nicht anders kann.